Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin Rotmac und ich habe bereits in der Pause ein bisschen was an den Einstellungen geschraubt. Wie ihr seht, sind die Anzeigen etwas anders. Ich bin da ein bisschen heller gegangen und auch den Pitboy habe ich von der Farbe her eingestellt. Da wir aber noch keinen haben, ist das momentan auch nicht so relevant. So, was ist denn passiert bis jetzt? Wir sind in der World aufgewacht und wir sind immer noch auf der Suche hier nach dem Ausgang der World. Und wieso sehe ich meine Waffen jetzt nicht mehr? So, jetzt sehe ich meine Waffe wieder. Hast du eine Waffe ausgerüstet? Halte Maus 2 gedrückt, um zu zielen. Zu zielen? Nähere dich einem Gegner und drücke V für World. So, das war ein bisschen spät. Aber lieber spät als nie. Aber ich denke, wir müssen da nicht zielen. Da hauen wir einfach schön drauf. Und tot ist des Zeugs. So, Kakerlakenfleisch, alles aufgenommen. Noch eins. Ja, wunderbar. So, wie viele gibt's denn da? Meine Güte, sag mal. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. So. Also, rechts hat man nichts. Wir wollen ja alles anschauen hier. Da gibt's nichts. So. Ja, und die Emotionen werden wieder kommen. Ich meine, unsere Frau ist tot. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe eine Aufnahmepause von einem Tag und deshalb, ja, bin ich ein bisschen munter drauf. Ich freue mich einfach, dass ich wieder spielen kann jetzt. Ist einfach genial, das Spiel. Und Schiebetür wird auch geöffnet. Drücke linke Kontrolltaste, um zu schleichen, wenn du dich verbirgst. Das geht viel zu schnell. Meide Licht, setze Nahkampfattacken ein und bewege dich mit Hilfe von Caps Lock langsam, um nicht entdeckt zu werden wahrscheinlich. Um Nahkampfangriffe auszuführen, während du eine Schusswaffe trägst, drücke Maus 4. Was ist Maus 4? Das ist die andere Frage. So, jetzt müssten wir hier laufen. Das heißt, wir können so kümmern. Vorsicht. Vorsicht. Die sieht uns nicht so. Ist ja Wahnsinn. Ja, egal. Der rote Punkt unten, da sehen wir auch den Gegner. Aber wir wollen da die Apps. Wir haben noch keinen Kampf gescheut. Werden wir jetzt auch nicht anfangen damit. So, da ist ein Pitboy. Ja, das Ding sieht nicht wirklich qualitativ stark aus. Aber es funktioniert anscheinend. Sehr schön. Copyright, bliblablub. Ja. Hallo du. Ist ein bisschen sehr dunkel. Ich glaube, ich muss die Farbe dann doch wieder umstellen. Mit Maus 1 wählst du einen Reiter. Das sieht mir gerade ein bisschen sehr dunkel aus. Wir machen das gerade zusammen. Einstellungen, Anzeige und dann hier der Pitboy. Das ist dann doch ein bisschen zu. Was haben wir denn? Nee, das Rot macht so ein bisschen, ne? Grün finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich denke mal so weiß. Das sieht doch nicht schlecht aus. Da kann man das Zeug erkennen. Lassen wir so. Escape, zurück. Und gut ist. Ja, viel besser. Erkennt man mehr. Mit A und D wechselst du die Bereiche. Also, ich kann hier drücken Tab, um den Pitboy zu verlassen und auf ihn zuzugreifen, wieder Tab drücken. Ja, das ist klar. Also, wir haben Waffen, wir haben da Rüstungen. Keine Ahnung. Fünf was? Status Specials. Haben wir schon verteilt. Die Skills, da haben wir noch keine drin. Okay, Inventar. Da haben wir die Waffen. 2 Stück. Je 2. Wert 15, Wert 50. Ja, sehr schön. Kleidung. Den Ehering. Kann man nicht. Wieso hat man zweimal Ehering? Ah gut, unseren eigenen, ist ja klar. Die Brille. Was bringt die Brille? Die hat Wahrnehmung 1 und Wert 7. Also kriegen wir so Wahrnehmung 1 mehr. Ist richtig? Na bon. Haben wir jetzt angezogen. Ja, Schadensresistenz 5 und gegen Radioaktivität wahrscheinlich 10. Gehen wir davon aus, dass es das ist. Gewicht 1, Wert 20. Okay, okay. Hilfsmittel. Stimpack 4 Stück.
und Kakerlakenfleisch 13 Stück. Diverses haben wir Haarklammern schon 2 und das Spiel Rote Gefahr 300 wert. Ist ja nicht schlecht. So, dann Mods und Munition. Munition 108 Schuss. Okay, Daten. Zeitreisen für Anfänger. Verlasse die Vault 111 ist die Aufgabe. Werkstätte haben wir noch nichts. Statistiken interessiert uns eigentlich hier nicht groß. Da haben wir die Karte. Das heißt die Weltkarte. Okay. Kann man da rauszoomen? Kann man? Ja, sie ist relativ groß, ja. Da kann uns einiges erwarten. Das Radio, da haben wir jetzt keinen Sender, den wir hier einstellen können. Also, ich denke mal, das ist soweit so gut. APTP Level, das passt. Inventar, wie viel kann man tragen? 29 von 250 ist auch schon mal gut. 250 gefällt mir. Also dann. Der Typ hier. Volt Türsteuerung. Drück mal aufs rote Knöpfchen. Das tun wir doch mal und schauen uns doch eben ein bisschen um hier, ob wir noch was finden, was wir mitnehmen können. Man weiß es. Hat es jemand nach draußen geschafft? Ja, genau. Die sind ja alle. Da haben wir noch eine Schiebetür. Da waren wir doch gar nicht. Da gehe ich eben mal kurz reinschauen, weil ihr wisst, wir wollen alles mitnehmen, was geht. Aber da waren wir, glaube ich, bereits. Ja, da waren wir. Von da kommen wir. Nur konnten wir die Tür nicht aufmachen von der Seite. So, ja. Endlich geht's nach draußen. Noch ein bisschen Munition. Ist sicherlich nicht das Übelste. Und ich werde auch gleich auf die Schusswaffe wechseln. Da noch ein bisschen Munition. Ja. Alles wunderbar. Stimpaks habe ich jetzt keine mehr gesehen. Gibt's wahrscheinlich auch nicht. Also dann. Gehen wir raus. Gehen wir in die Freiheit. Was haben wir denn da? Kann man nicht aufnehmen. Gehen wir dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und ich bin ganz gespannt, wie das draußen aussehen wird. Ein bisschen nervös. So. Möchtest du etwas ändern? Special-Attribute, nee, Aussehen ändern, nee, fertig, verlasse den Vault. Genau gleich wie bei Fallout 3 können wir auch hier wieder das Zeug einstellen, wenn wir das wollen. Oder ändern, bevor wir rausgehen. Machen wir aber nicht. Wir verlassen die Vault. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tag entschieden haben. Ja, los geht's. So, wir waren also im Kälteschlaf und die geheimen sozialen Experimente, ja davon haben wir ja bereits mitbekommen in der letzten Folge, was da alles abgegangen ist. Der Gatling Laser kann zwar innerhalb kürzester Zeit verheerende Energieschaden, bla 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 bla. Geht mir alles ein bisschen zu schnell und das Licht, das blendet mich. Oh, nach so langer Zeit sind wir wieder drauf. Ah, das Licht, das... Ah. Abgeschlossen, verlasse World 111. Next Point, geh nach Hause. Und da unten ist unser altes Zuhause. Und da draußen sieht es einigermaßen gut aus und es sieht schön aus. Es sieht einfach wirklich schön aus. Ich finde das hier extremst geil, muss ich ehrlich gerade sagen. Superkleber und Redaway, ja, alles mitnehmen. Da First Aid, Stimpak, Redaway, alles dabei. Aufzugsknopf. Na, der bringt wahrscheinlich nicht mehr viel. Schraubenschlüssel nehmen wir auch mal mit. Ordner. Okay, ich denke, wir haben hier alles. Ah, ich finde das schön. Ich finde das richtig schön, das Spiel. Hoho, nice gemacht. Wirklich schön. So, genug.
Und ich finde auch gut, wie sie das jetzt gemacht haben mit dem Looten. Militärisches Klebeband. Kann ich aber was überspringen, was ich nicht mitnehmen will? Wenn ich transferieren mache, dann kann ich auslesen. Okay. Also auswählen. Militärisches Klebeband und Baseballhandschuh. Wie gesagt, ich habe schon beim letzten Mal erwähnt, man kann scheinbar alles brauchen, was man hier findet. Um Granatenwerfen zu oder Minen anzulegen, rüsten sie über den Pitboy aus und halte Maus 4 gedrückt und lass sie wieder los. Die Frage ist, welche Taste ist bei mir Maus 4? Das muss ich dann noch herausfinden. Aber ich glaube... Was ist denn los mit der Musik jetzt? Erstmal die Waffe nach vorne nehmen. Also gut, ich glaube, hier haben wir alles bisher mitgenommen, was wir mitnehmen können. Boah, aber nee, echt. Oh, ich freue mich einfach nur drauf, das Ding zu spielen. Ventilator, man sieht aber nicht, wie schwer das Ding ist. Ist ein bisschen schade. Kaffeetasse. Oh, Kronkorken. Da liegt einfach Geld rum. Aschenbecher. Einfach alles mitnehmen. Munition. So, und Schreibtisch ist leer. Und der auch. So, ich frage mich auch, ob unser Zuhause... Cram. Ob unser Zuhause auch unser Zuhause bleibt. Oder ob wir wieder eine neue Wohnung kriegen, so wie wir in Megaton eingezogen sind in Fallout 3. Oder kriegen wir hier einfach eine eigene... Also beziehungsweise können wir hier in die alte Wohnung zurück, das alte Haus. Und uns dort niederlassen. Drücke linke Shift-Taste, um zu sprinten. Ja, das tun wir. Aber ich will, wo muss ich denn durch, um nach Hause zu kommen? Kommen wir von da? Das ist der falsche Weg, oder? Ich bin gerade ein bisschen, überfragt. Mal gerade die Karte nach vorne nehmen. Geh nach Hause, ich will hier hin. Okay, Inventar. Mit Mausmarkierung auf der Karte aus, um dorthin schnell zu reisen. Ja gut, aber das bringt mir ja nichts. Mit Maus 1 kannst du an einer beliebigen Stelle auf der Karte eine eigene Markierung setzen. Ja, habe ich doch versucht vorhin. Mit Maus 1. Schnell reisen. Nein. Aber hier will ich jetzt markieren. Geh nach Hause. Kann ich das nicht markieren? Doch. Markierung bewegen. Nein, okay. Ist schon markiert. Das passt soweit. Inventar, wenn wir jetzt den Molotow-Cocktail... Was? Wo hat es denn jetzt hingetan? Nein, ich will nicht ausrüsten. Aha. Wie ging das jetzt? Q. Q gedrückt und jetzt kann ich den hier irgendwo draufhauen. Und zwar möchte ich den auf die 5... So, halte Maus 4 gedrückt und lass sie wieder los, um Granaten zu werfen. Das schauen wir uns jetzt gerade an. Da geht ein Molly weg, aber... Vielleicht... Nein, das ist nicht Maus 4. Das ist Maus 4. Okay. Schade. Ein Molotow, der war für nix. Ist aber egal. Es war jetzt wichtig, um eine kleine Demonstration zu haben, wie ein solcher Molotow... Cocktail dann auch wirkt. Ja, wichtig. Wirklich wichtig. So, wir wollen also nach Hause. Ich frage mich gerade mal, wie sind wir da unten gekommen? Als wir aus unserer Stadt kamen. Dieses große Bild haben wir auch gesehen. Also müssen wir da wieder runter. Ja, das sind jede Menge Leichen. Immer alles schön anschauen, aber da gibt's nichts. Gibt's nichts zu holen. Die armen Kerle haben es nicht geschafft. Der arme Ast hat es auch nicht geschafft. Die kleine sexy Brücke, wo wir Cora hieß unsere Frau. Siehst du, einen Tag tot und schon vergisst du den Namen der Frau, ja? Ja. Und wir sind zu Hause angekommen. Schön sieht's aus und Polunder und Hosen. Nehmen wir mit. Natürlich. Jetzt gehen wir auf Raubzug.
Einmal hinsetzen. Wieso habe ich eine Brille an? Wieso habe ich eine Brille an? Habe ich vorhin ausgerüstet wegen der Wahrnehmung. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber hier gibt es eigentlich nichts zu holen. Bisher Kaffeetanne. Kronkorkenvorrat. 14 Stück. Sehr schön. Ah, ich freue mich schon darauf, dass wir den ersten Gegnern begegnen. Nuka-Cola-Flasche. Der Kühlschrank. Blechdose nehmen wir auch mit. Wie gesagt, alles wird mitgenommen. Wir haben ja genug. Und jetzt für euch aus dem, dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Okay, wir haben ja genug Platz, wollte ich sagen. Uranium Fever und, naja, bin mir sicher, dass genug Zeit vergangen ist, dass wir das Thema machen können. Sauberes grünes Kleid. So, ich hoffe nur, ich kriege jetzt nicht... Nein, weg, 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 keine Musik, keine Musik! Ich will nicht auf YouTube... Auf YouTube Probleme kriegen. So. Haben wir das auch erledigt? Nächstes Haus. Ah! Das ist doch unser Haus hier. Mein Zuhause und der lebt noch. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du. Mein. Du bist es wirklich. Ja, mein kleiner Junge, was ist passiert? Cartsworth. Was ist. Mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Oh Mann. Oh Mann. Sie haben sie getötet. Ich kann es nicht verleugnen. Oder an einem besseren Ort. Definitiv an einem besseren Ort. Aber sie haben sie auch getötet. Also ich will die Rache, will ich. Sind wir mit den Gedanken etwa woanders? Ja, das. Ich bin bei meiner Frau mit den Gedanken, du dämlicher Blechhaufen. Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja. Eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Oh Mann, oh Mann. Sie haben ihn mir weggenommen. Ja. Er ist fort, verdammt. Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Das ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 komm schon. Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Was ich mich... Manchmal enthalten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden. Blablabla. Wie schwer ist es, jemanden zu überreden? Erkennst du an der Farbe? Gelb einfach, orange mittel, rot schwer. Gelb einfach, alles klar? Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Das sind Probleme. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh Mann, Mann, Mann.
Bleib bei mir, Kollege, bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Also, wir werden die sicher nicht finden, zumindest die Frau nicht. Sean wird wahrscheinlich auch nicht hier sein. Aber, ja, komm. Irgendwas Gefährliches erstmal versichern, ob was los ist hier. Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Nein. Hier ist nichts mehr übrig. Alles ist fort. Wenn Sie in unbekannte Gefilde aufbrechen möchten, nur zu. Ich werde das Viertel während Ihrer Abwesenheit bewachen. Er kommt doch mit mir. Moment. Kannst du nicht mitkommen? Sir, sagen Sie Bescheid, Sir. Dann initiiere ich meine Suchprotokolle. Ja. Mach okay. Das. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ich will gerade sagen, ich will nicht alleine gehen. Wohin gehst du jetzt? Junge, bleib mal stehen. Ich will erstmal kurz da schauen, zu Hause. Kühlschrank, leere Flasche Milch. Ja, mitgenommen. Brotkasten, mitgenommen. Pfeffermühle, ja, Salzstreuer müssen wir haben, wenn wir was Neues aufbauen. Babyflasche, wer weiß. Deckel, ja. Alles muss mit. Alles Wodka. Wodka muss mit. Fernsehen aktivieren, geht nicht. Suche mit Katz. Aufstehen, ich will nicht sitzen. Ich will nicht sitzen. So. Hier, nein, will ich nicht. Den Globus nehmen wir mit. Was da? Mr. Handy Treibstoff nehmen wir auch mit. Kann man wahrscheinlich mal brauchen, wenn wir jetzt Mr. Handy mitnehmen. Kaffeekasse. Ja. Ich nehme einfach alles mit, was geht. Solltet ihr auch tun. Oh, Sean, ich werde dich finden. Spielzeug, Auto und Babyrassel. Sobald wir Sean gefunden haben, haben wir was für ihn. Du bist Special Name. Welches Attribut, das verbessert werden soll? Oh, wir können schon was verbessern. Wir verbessern die Intelligenz. Komm. Intelligenz ist sicherlich brauchbar. Holzblöcke, V und F. Mitnehmen. Nachttischlampe. Ich komm. Kinderbett. Ja, ich komme, Kumpel. Ich komme. So. Oh, Spiel. Blast Radius Brettspiel. Nehmen wir auch mit. Weil, ihr wisst, ne? Wir finden sicherlich Freunde und die wollen sicherlich auch etwas machen. Gegen die Langeweile. Und immer nur Leute töten. Das wird auch langweilig mit der Zeit. Gelbe Tischlampe, die sieht noch gut aus. Nehmen wir auch mit. So. Wo ist denn das Ding hin? Das geht mir einfach zu schnell weg hier. Klebeband, Schraubenschlüssel, alles mitgenommen. Schreibmaschine, Klebeband. Ah, hallo? Provisorische Batterie. Waffenwerkbank herstellen. Was können wir denn? Können wir irgendwas herstellen? Ich habe ein Inventar, schön. Aber ich will schauen. Modifizieren. So. Habe ich da. Aha. Oh, Komfortgriff habe ich. Wie funktioniert denn das bitte? Okay, Schrauben 16.1, 28.1. Und hier kommt vor, verbesserte Rückstoßdämpfung und Präzision aus der Hüfte. Da haben wir eigentlich genug. Können wir das bauen? Pfeffermühle.
Schrauben, Globus, Schraube, Klebeband, Kleber, Holz, Holz 3. Ja, komm, anfertigen. Sind wir ein bisschen besser. Sehr schön. Was fährt der Scharfschützengriff? Fehlt uns da was? Da fehlt uns eigentlich nichts. Hätten wir auch alles. Aber wir haben Rang 1 im Waffenfreak, hat man nicht. Okay, Tab zurück. Schauen wir uns da eben mal kurz an. So funktioniert also das Werkzeug, der Werkzeugbank in diesem Spiel. Der Verschluss. Dann alle Verschlüsse, geringer Gewicht, verringert Schaden. Okay, ist weniger erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Oh. Ich sehe, da wird man ganz viel machen können. Und das muss ich dann irgendwann mal wahrscheinlich immer so zwischendurch für mich machen. Außer ihr wollt natürlich da jedes Mal dabei sein, dann schreibt es in die Kommentare. Aber wahrscheinlich werde ich das dann immer ein bisschen für mich alleine da rumbasteln. Und dann erzählen, was ich gemacht habe. Wir können jetzt aber einen schweren Verschluss einfach mal einbauen. Ja, Enter, anfertigen. So. Ich glaube, das reicht. Momentan ist sowieso genug. Komm. Zurück. Station verlassen. Jawohl. Alle Modifizierungs- und Herstellungsstationen an deinem Werkstattorten haben automatisch Zugriff auf alle eingelagerten Gegenstände, aber nur, wenn du die Werkstatt an ihrem Ort freigeschaltet hast. Okay. Halbwegs verstanden. Nein, ich will nicht. Nein. Raus. So. Raus. Ich sagte raus hier, so. Also, haben wir sonst noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ihr habt gesehen, wir können wirklich alles brauchen. Das Radio lassen wir mal so sein, wie es ist. Da ist eine Lampe, die kann man nicht mitnehmen. Backofen. Alles leer. Okay. Wo ist Mr. Handy? Ich kann seinen Namen sowieso nicht richtig aussprechen. Haarklammern und Postbotenmütze. Oh, wir kriegen eine Mütze. Können wir die jetzt anziehen? Inventar. Kleidung. Postbotenmütze. Ausdauer 1. Angezogen. Polunder und Hose. Charisma 2. Angezogen. Ah, ist besser als der World. Was ist jetzt besser? Da haben wir 5 und 10. Da haben wir 0. Nee, passt, machen wir nicht. Und da auch Charisma 2. Ja, aber ich will ja vor allem Schadensresistenz momentan noch. Lassen wir es doch dabei. Bei den Waffen haben wir die Pistole. Komfortgriff, schwer, 10mm Pistole. Okay. Ist wirklich schön im Detail aufgelistet, was wir tragen, was wir haben können, was es uns bringt. So. Und sieht auch ein bisschen massiver aus, habe ich das Gefühl. Ja. Gut, da drüben ist Mr. Handy. Und wir gehen da mal eben rein. Ist ihre Familie auch nicht? Sie ist wirklich fort, oder? Ja, sie ist. Das ist sie. Ich weiß, es ist. Was? Was macht denn der? Was jetzt? Sean ist da draußen. Was macht denn der? Zeitverschwendung schon okay. Hey, hallo? Was macht denn da die Maus? Danke für den Versuch, Cotsworth. Sie dürfen nicht aufgeben, Sir. Was ist mit der Stadt? Concord ist in der Nähe. Und ja, die Leute haben dort erst ein paar Mal auf mich geschossen. Concord? Was hast du das für eine Mütze, bitteschön? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehoben sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Okay, er will hier bleiben und wir gehen dann nach was auch immer. Wo ist Flacke? Nehmen wir mal mit. Nach Connyland.
Gehen wir dann sicher hin. Aber das ganz bestimmt in der nächsten Folge. Ich muss halt hier auch zuerst ein bisschen reinkommen, auch was die Steuerung angeht. Wie gesagt, es ist völlig blind. Also blinder geht nicht mehr. Und da muss ich natürlich alles langsam auch für mich entdecken. Aber das ist natürlich schön, wenn wir das zusammen machen können. Aber verzeiht es mir, wenn ich ab und zu ein bisschen länger brauche als vielleicht andere. Ich muss mich hier wirklich, ich muss das Zeug auch immer zwei, dreimal anschauen, bis ich es dann wirklich verstehe manchmal. Weil, ja, keine Ahnung. Ist halt einfach so. So. Spielzeugauto, Babyrassel, nimm mal alles mit. So. Also dann, ich denke, wir schauen uns doch hier fertig um. Und dann, da ist nichts zu holen. Hier drüben ist auch nichts zu holen. Alles am Arsch, wenn man so will. Einfach so, dass wir alle Häuser eben angeschaut haben. Was ist da drin? Zahnbürste und schmutziger Anzug. Da kann man noch rein. Da waren wir noch nicht drin. Einfach nur Sachen einsammeln. Das Brett. Den Löscher. Der ist sicher gut. Zigarettenkiste. Aschenbecher. Ja, und ich werde, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich die Modifikation jeweils. Sturmfeuerzeug, sehr schön. Ich werde die Modifikation jeweils. Kronkorken, 22. Machen ohne euch. Wahrscheinlich, Silbermedaillon. Weil ich denke mal, das ist nicht sehr interessant. Ich kann dann immer, wenn wir eine neue Folge starten danach, wenn ich modifiziert habe, dann kann ich ja erklären, was ich gemacht habe. Und wir können uns das eben kurz anschauen. Patronen 38er. Okay. Alles wunderbar. Da haben wir alles angeschaut. So, da drüben noch. Und dann denke ich, ist es Zeit, das Ganze hier. Postbotenmütze. Finde ich gut. Haben jetzt zweimal Postbotenmütze an. Dabei. Gibt so viele Postboten in diesem Dorf. Ist ja keine wirkliche Stadt. So, da mal raus. Das ist ja jede Menge Häuser noch vor uns. Uiuiui. Nein, da können wir nicht alles jetzt machen. Futternapf mitnehmen. Wie gesagt, ich nehme alles mit. Einfach alles mitgenommen. Kaugummi. Wieso nicht Toaster? Ja. Bläflig. Oh, Vorkriegsgeld. Einkaufskorb. Das ist Wahnsinn. Jeder Scheiß. Nuka-Cola-Flasche. Leere Milch. Fleisch und Bohnen. Schließen. So, was ist da draußen? Da ist nichts. Bläfliege. Vielleicht finden wir noch eine Waffe oder so. Und wir haben ja wirklich absolut keinen Stress. Blechdose, rotes Kleid. So, und hier haben wir einen Safe. Schloss knacken. Bewege die Maus, um die H-Klammern zu positionieren. Mit A drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf Widerstand, lass A los und positioniere die H-Klammer neu. Okay. Offen. Improvisierte Pistole. Nehmen wir mit. Und Chat und Mentats und Redaway und silberne Tafelmesser und Vorkriegsgeld. Wahnsinn. Patronen, Schrottpatronen. War's das? Das war's. So. Ist ja geil. Mal eben die Waffen anschauen. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir da 19 Schaden. Impro-Pistole. 13 Schaden, das ist weniger. Welche Mini? 38er. Das ist 10 mm. Okay, haben wir auch schon Munition dafür. Das ist gut, das ist sehr gut. So, aber das soll es jetzt gewesen sein. Wir sind schon ein bisschen drüber. Und ja, wir wollen hier nicht allzu lange machen. Eine halbe Stunde, das muss reichen. Oh, hallo Skelett. Kinderzimmer wahrscheinlich. Ja, wir waren beim Haus mit dem Kürbis. Nein, der war da drüben. Das war da drüben. Wir sind mit dem, ja, hier, das Skeletthaus. War wahrscheinlich bald Halloween. Oder war schon. Egal. Da hat es noch ganz viele Häuser und die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bei Fallout 3. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao. Fallout 4 meine ich, Entschuldigung. Ciao.